So, und wir kommen langsam zum Finale. Sie merken, es tut sich hier was. Das Licht war schon aus und jetzt geht es wieder an. Es wird ganz geheimnisvoll. Die eine Frage war, die gestellt wurde, warum Lasershow? Warum kein Feuerwerk? Es heißt ja Feuerwerksmusik und nicht Lasermusik. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir fanden Feuerwerk nicht mehr ganz so zeitgemäß. Das raucht und stinkt und die Vögel... Die Vögel und die Tiere haben Angst und wir wollten das nicht. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass damals, wo die Feuerwerksmusik mit Feuerwerk aufgeführt wurde, auch da der Pavillon abgebrannt ist und das wäre dann doch irgendwie schade um den Schafhof hier. Und der zweite Grund ist, dass wir einfach mal was Neues machen wollten und wir haben dann in dem Andreas Jürgens einen Lichtkünstler gefunden, der uns heute Abend mit seiner Lasershow verzaubern, beglücken, interessieren. Schauen wir mal, was er macht. Schauen Sie mal, wie es Ihnen geht mit dem Ganzen. Wir sind selber gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir gar nichts mit, weil wir müssen ja die Noten lesen. Aber Sie haben die Möglichkeit jetzt. Ich soll und muss und will noch dazu sagen, dass Leute, die gesundheitliche Probleme haben und wissen, dass sie mit Laserstrahlen nicht so ganz gut zurechtkommen, eher hinten stehen sollten und eher am Ausgang sind, damit da irgendwie nicht irgendwas passiert, was wir nicht wollen. Die Feuerwerksmusik wurde geschrieben von Händel, das wissen Sie aber aus dem Anlass des Aachener Friedens, ein langer und verlustreicher Krieg ging zu Ende und Georg II. War es, glaube ich, hat aus diesem Grund ein Riesenfest gegeben und eben die Feuerwerksmusik in Auftrag gegeben. Wir finden, auch heute wäre es schön, wenn es Frieden auf der Welt gäbe und das Stück La Paix, der Frieden, widmen wir allen, die im Krieg leben müssen oder vertrieben sind. Und wir hoffen mit Ihnen allen zusammen, dass die Menschen vielleicht doch irgendwann einmal ein bisschen gescheiter werden und mit dem Schmarrn einfach aufhören. Thank you.
für ein Geburtstagsfest und was für tolle Gäste. Vielen Dank für diesen Applaus. Sie wissen, Applaus ist das Brot des Musikers, auch wenn man davon nicht so richtig satt wird. Ich möchte mich bedanken an dieser Stelle. So eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn ganz, ganz viele zusammenhelfen und am Schluss dann so ein schönes Ergebnis bringen. Ich möchte mich bedanken bei Otto Lipp, der die Technik dieses Wochenende gemacht hat und uns schon jahrelang begleitet und immer für den guten Sound sorgt. Ich möchte mich bedanken bei Marco Moosbauer. Wir mussten nämlich einen Brandschutzbeauftragten kreieren und er hat sich spontan und freiwillig bereit erklärt, heute den Brandschutzbeauftragten zu machen, dafür zu sorgen, dass Sie hier heute heil wieder nach Hause kommen. Marco Moosbauer. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Theresa Schröttle, die mich die letzten Wochen ertragen hat, weil ich immer viel im Kopf hatte, was diesen Tag heute betrifft und die eine oder andere Arbeit ein bisschen liegen geblieben ist. Danke, Theresa. Ich bedanke mich bei Adrian Hörr, der uns heute aufgenommen hat, der einen wunderschönen Film produzieren wird, den Sie vielleicht auch mal zu sehen bekommen. Schauen wir mal. Adrian, vielen Dank. Ich bedanke mich bei unserem Backstage-Team, der Antonia, dem Lukas und dem Jack, die aufbauen, abbauen, rumbauen, wegbauen und nachher, wenn Sie alle nach Hause gehen und ich vielleicht ein Bier trinke, hier aufräumen müssen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei der Birgit Gleixner, die spontan gesagt hat, sie findet die Veranstaltung toll, sie macht heute Fotos. Vielen Dank, dass das so schnell ging und ich freue mich auf die tollen Fotos. Und ein Riesendankeschön an den Andreas Stadler, der kurzfristig, ich muss erst mal aufzählen, weil was er alles gemacht hat, der kurzfristig die Leitung des Olchinger Symphonieorchesters übernommen hat, weil nämlich der eigentliche Dirigent heute nicht konnte, der seit heute Nachmittag hier mit Kindern probt, mit Erwachsenen probt, mit mir probt und mit vielen anderen probt und immer noch lächelt. Andreas, vielen Dank. Und da wir schon bei den Andreasen sind, vielen Dank an den Andreas Jürgens, der diese Lasershow kreiert hat, extra hergestellt hat, für uns auf die Musik abgestimmt hat. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich heute zukommt, aber das, was ich gesehen habe, war ziemlich cool. Vielen Dank, Alexander. Und das Wichtigste, danke an Sie, dass Sie da waren. Was hätte die ganze Arbeit gebracht, das Riesenorchester, die Lasershow und alles drum, wenn Sie nicht da gewesen wären? Wenn der Saal leer geblieben wäre und wir dann hätten wir für uns Musik gemacht, aber ein bisschen traurig wäre es schon gewesen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und jetzt kommt das dicke Ende, auf das Sie wahrscheinlich schon warten. So eine Veranstaltung kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Ich habe am Anfang schon vorgelesen, dass uns viele, viele Firmen unterstützt haben. Aber der Eintritt war frei. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns zeigen, ob es Ihnen gefallen hätte, in diesem Fall nach dem Applaus auch mit der einen oder anderen Eingabe in die Körbchen. Und gestern hat der Kollege gesagt, das hat mir ganz gut gefallen. Wer viel hat, soll viel geben und wer wenig hat, soll so viel geben, wie er geben möchte. Ich wünsche Ihnen, na heute, habe ich vorhin irgendwie gehört, dass Sie noch eine Zugabe wollen? Lächeln, sagt der Andreas, ja.
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Kommen Sie bald wieder zu uns. Wir brauchen Sie. Wir sind froh, dass Sie da sind. Genießen Sie den Rest des Wochenendes und bis bald. Auf Wiedersehen.